hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Demon. Yeah. So, im letzten Part haben wir ja das Demon ein wenig trainiert und von Grund auf aufgezogen. Etwas jedenfalls. Und ja, jetzt kommt noch ein bisschen Tempo dazu. Und jetzt muss Kacke machen. Wie süß. Und es hat Hunger. Dann kriegt's auch gleich was. Ich glaube, ich mache es mal ein bisschen dicker. So richtig dick, fett, wabbelig. Die Beschreibung trifft ja schon ein bisschen drauf zu. Dick und fett und rund. Oh yeah. Also gegen einen Numemon hätte ich keine Einwände. Natürlich muss ich zuerst noch den guten Cherrymon finden in dem Nebelwald, um in die Spielzeugstadt zu kommen. So. Mal schauen, was habe ich denn jetzt hier? Die Kuh könnte ich noch steigern und die Abwehr. Hm. Ja komm, ich steigere noch die Abwehr, weil die leidet momentan am meisten noch. So. Kommt natürlich noch alles, aber trotzdem. Aber ich muss sagen, früher als ich gezockt habe, habe ich mir deutlich weniger Mühe gemacht, Angriffe und Verteidigungen hochzumachen. Aber mittlerweile denke ich schon ganz anders darüber. Oh, es muss schon wieder kackern. Ah, ich habe ja keine Camping-WCs mehr. Aber Geld habe ich noch, okay. Ich glaube, ich mir noch welche kaufen und... Oh, es hat wieder Hunger. Yum, 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 yum. Hier wird es richtig fett und saftig. Oh ja. Yeah. Der neue Beef Tasty Bacon. Voll die Schleichwerbung. Ja, okay. Oh, jetzt willst du schlafen, hä? Moment. Wovon du schlafen gehst, kaufe ich mir jetzt eben noch Camping-WCs. Oh, das Unimon ist hier. Ich dachte eigentlich, das wäre in einem ganz anderen Bezirk, aber okay. Oh, Moment. Ich stehe gerade... Aloe-Disc. Okay. Ich muss mir gerade vorstellen, wie jetzt du purer Zufall sein richtig übel fettes Digimon auf mich zugestürzt kommen würde. Und dann dieses kleine Digimon hier wegfetzt. Einfach mal so One-Hit weggesnackt, ne? Übelst krasse Idee eigentlich. Wieso nicht? Ich meine. Ja, auf jeden Fall eine krasse Sache. Ja, der Stubbi ist mal wieder da in der Erde. Jetzt geh ich zu dem Stubbi. Ja, die drei heutigen Portionen. Dankeschön. Tschüss. Und jetzt penn du mal. Ja, ja, ja. Okay. Naja, ich würde sagen, sichern und schlafen. Und der ist schon wieder auf Erkundungstour, wobei erkundet die eigentlich gar nichts. Jedenfalls meiner Meinung nach. Als nächstes würde ich erstmal die MP ein wenig hochziehen. Weil die noch recht niedrig sind. So. Boah, fette MP dazu bekommen. Voll fett, ey. Hammer. Die Abwehr geht ja auch noch rauf.
Was hat wieder Hunger? Da kriegst du was. Bist du fett? Richtig fett. Ja. Schmeckt es. Ab. Mit Ketchup und Mayo. Okay. Ich fantasiere hier schon ein bisschen zu viel. Gut. So, jetzt noch mehr MP. Schwer, dass das Demon später auch längeres aushält und ich es auch öfter mit den guten... Jetzt nicht mit den Fliegen hier, aber hier sind hier eine Menge Fliegen in meinem Zimmer. Ich glaube, wenn das so weitergeht, muss ich erstmal die Fliegenklatsche zücken und die alle aus der Luft abklatschen. Ja. Eine geile Aktion. Ich frage mich gerade, wieso macht Freddy nicht mal so ein Video zum Thema Fliegen? Oh! Digitation! Drück! 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 Okay. Jetzt kommt's. Erstmal Speed. Und es ist ein Elegmon. Nice! Richtig nice. Mit dem kann ich ja gleich in den Wald trainieren gehen. So, daraus könnte man... Also ich hatte das Digimon eigentlich noch nicht so oft. Deswegen... Ja, man kann recht viele Digimon draus machen. Das geht eigentlich bei jedem. Boah, der Angriff, schaut euch das mal an. Wie fett der Angriff ist. 227. Ich meine, ist schon ganz schön fett. Oh, es hat Hunger. Njam, 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 da kommt man her. Ich glaube, das Digimon digitiert sich automatisch zu Numemon, wenn irgendwie gar nichts richtig auf eine andere Digitation passt und sie ist dann halt immer Plan B. Ich weiß auch gar nicht, was für Team man das Elegmon hier kriegen kann. Also als Weiterentwicklung. Go catch him on. Ja. Naja, ich hatte immer die Disziplin mittlerweile hoch. Das klappt ja schon ganz gut. Das Vieh futtert und nimmt, was es braucht. Ah, okay. Es hat eine Technik, aber... Das ist wahrscheinlich dann auch noch nur so die Notfalltechnik. So. Jetzt willst du wieder was futtern. Ja, kann das wieder hören? Steak? Das ist nochmal richtig fett. Wirklich fett. Mit dem Digimon hier wäre ich jetzt wirklich die ganze Zeit, Ach so, ja super, danke für das Verweigern. Daniel, Schande über dich! Jetzt, oh nein! 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 Scheiße! Jetzt habe ich es getadelt dafür, dass es, das nicht geschluckt hat und jetzt hat es wahrscheinlich dahin gemacht. Garantiert, ja, da liegt ein Haufen. Oh, nein! Scheiße! Ja. Ne, dann musst du halt in einer Kacke jetzt da sitzen. Und ja, ich rede recht viel über diese Kacke. Mit diesem Vieh da, ne? Hammer. So. Was für ein Gewicht hat das Vieh jetzt? 18 Kilo. Oh mein Gott. Es ist ein Wunder, dass es nicht breiter wird dabei. Ich meine. So, jetzt aber. Ich meine, jetzt müsste Disziplin so ziemlich das Oberste sein, was es gibt. Oh, Wolkenladung. Geil. Das ist eine ganz gute Attacke.
Ja, komm, hier kriegst du Hüftsteak. So. Boah, das freut sich einfach mal so. So. Ja, ja! Super. Ah. Muss ich schon wieder einen Haufen setzen, aber diesmal nimmst du es wieder. Ja. Okay. Sonst? Nee, keine Beschwerden. Hm. Interessant. So, jetzt hat es schon wieder Hunger. Ich glaube, dem muss ich gleich wirklich was anderes zu essen geben, weil das ist ja die ganze Zeit am Futtern hier. Ich glaube, den Kuh mache ich noch bis auf 200 und dann sollte das Ganze soweit klappen. So. Ich glaube, danach gehe ich noch mal ein paar Camping-WCs kaufen und mache mich dann im Anschluss auf den Weg ins Frostgebiet. Ja, komm, ich gebe dir jetzt mal was anderes hier zu futtern. Das kann ja wohl nicht sein. Das frisst mir noch die Haare vom Kopf. Ach ja, Moment, das will ja noch mehr. Stimmt. Ich sehe jetzt kein kleines Ding mehr. Ich würde sagen, ich bereite mich wirklich bis so auf die Reise vor und reise dann einfach mal bis ins Frostgebiet, falls es soweit geht. Okay. Ah, ich habe die alle dabei, ja dann. Ich dachte eigentlich, ich müsste die noch alle einpacken, aber wie es aussieht, habe ich die schon. Ich werde wahrscheinlich auch das Digimon erstmal... Ah, super. Ja. Erstmal noch ein bisschen Leben hinzufügen, also das Leben erweitern, weil es mir recht wenig scheint, was es da hat. Und ja. Ich könnte mir vorstellen, ein bisschen mehr kann ich schaden. So, jetzt hier nochmal. Dankeschön! Die böse, böse Blume, du! Ja, ja, ja. Okay. Mal schauen, wie weit komme ich denn jetzt eigentlich? Also, die Pladeandel-Schlucht würde mir ja schon reichen, aber trotzdem. Ah, hier, Frostland geht aber. Okay. Mal schauen, Digimon. Ja, das hat definitiv ein bisschen zu wenig Leben für da. Für den Fall eines Angriffs. Und ja, okay, die Viecher sind auch übertrieben stark. Das gebe ich schon zu. Deswegen erstmal ein bisschen Leben. Und dabei geht der Angriff noch weiter in die Höhe. Boah, das ist bei 800 da stehen geblieben, vorhin. Also ne, bei 720 ungefähr. Ach, es hat auch schon wieder Hunger, ja. Komm, hier kriegst du wieder Hüftsteak, ne? Das Fett und das, ne? Fett, saftig. Ja, lecker. Ich überlege gerade, da ist ja auch noch das Dino-Land, in das ich gehen kann. Wo die Zeit halt stillsteht und dann noch Dinosaurier aus der prähistorischen Zeit da sind. So, etwas schneller. Lalalalalalala. So, gut.
würde sagen, dann mache ich mich jetzt auch auf den Weg. Hey, Baldramon! Russland! Ja! Ich weiß. Boah. Das war jetzt knapp, ne? So, Leute, ich glaube, ich schaue zuerst mal, 6D-Pilzen. Oh. Und, ja, danach schaue ich mal, noch ein paar. End. Boah, das ist sehr happy bis zum Gehen nicht mehr und die Disziplin ist ja auch nicht mehr weit. Boah, ich habe einen klasse Digimon. Einfach klasse. Ich muss später nur aufpassen, weil die Frigimon, die bewegen sich später auch noch wegen Freude und hier und da. Wegen Supermöhre, Pilz und allem. So. Boah, bin ich froh, dass es diese Speed-Funktion hier gibt. Es wird natürlich auch nochmal hier spürbar werden, ungefähr so ein bisschen vielleicht mit dem Ganzen. Das Ganze, nee, das war, ist der oder der hier unten? Komm, ich geh mal zu dem hier unten. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, es war der hier, weil, ja, das ist er. Auf jeden Fall bringt es mir jede Menge Kohle und ich glaube, dann gehe ich später noch Digi-Karten kaufen. Weil ich die Digi-Karten noch für was brauche, also was Wichtiges. Da habe ich jetzt schon. Ah, hier 15. Was? Schon? Boah, das ging ja richtig schnell. Ja, ich versuche allerdings das jetzt nicht komplett auszunutzen. Ich meine, ja, ist sehr schön und ist alles, aber man kann es auch übertreiben. Ich kaufe mir später zwar nochmal also mittlere Heildiscs, aber die nutze ich dann hauptsächlich zur Selbstverteidigung und so. Alles in allem habe ich noch einiges an Digimon vor mir, bis ich auf den, ich glaube der Name war Schicksalsberg, gehen kann, um zu sehen, das Metalldramon zu besiegen. So, wie viele habe ich jetzt? Boah, da sind ja immer noch welche über. Komm, die mache ich jetzt auch noch platt hier. Das war jetzt das letzte und dann benutze ich den Autopiloten noch. So. Das sollte auf jeden Fall jetzt kein Problem mehr sein. Ich meine, ich habe jetzt die vier Gebäude da unten.
Ich hab das hier. Ach, hier. Oh, ich hab kein Geld mehr. Ja, dann. Boah, alles so teuer hier, ne? Voll teuer. Teuer, das ist Wucher. Teuer, teuer. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich kaufe alles. Wow. Scheiße, da habe ich echt ein bisschen übertrieben gehabt vorhin. Okay, komm, ich kaufe mir aber jetzt erstmal hier. So ein paar davon. Ein paar. Ne, so 35 sollten reichen. Der mittlere MP-Disc ist auch noch ein paar. 10 Stück. Ach, Moment. Moment, ich stehe mit meinem Ach. Ich musste mal aufhören. Ja. So. Grundkosten sind fertig. Ich habe einen Autopilot. Ey, nein! Ja, ich will nicht mehr. Bis bald. So. Dass jetzt so spät ist, würde ich sagen. Ich trainiere jetzt eben ein bisschen im Wald gegen Viecher. Ich muss ja schauen, ob der stark genug ist. So, ich meine, klar ist er stark genug. Der schafft das schon. Schafft das schon, Mama? Ne, das geht ja dann nicht. Okay. Aber das hier sind jetzt auch Elektro-Digimon. Komm, bisschen beschleunigen noch. Aha, sehr nett. Bam. Weg. Oh. Es ist verletzt. Nein! Okay, dann gehe ich halt eben jetzt, ganz schnell hier unten hin. Das ist halt der Vorteil an dem Krankenhaus, dass ich das so schnell holen war. Kann ich halt jetzt ohne Probleme meinen Digimon heilen lassen. Du Stubi! Hier, da bitte! Schnell mache heile! Ich pass auch besser auf. Ah, jetzt willst du wieder futtern. Komm, dann gibt's Restaurant. Restaurante. Hey, Meeremann. Da, ein Topf. Yeah. Boah, Hammer. Das steigert hier alles. Moment. Ja, hätte ich mir denken können. Komm, geh ich hier hin? Ich muss nämlich noch das Leben deutlich erhöhen. Bevor es sich digitiert. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit ich jetzt habe. Okay, es hat noch Hunger. Hier kriegst du das. Und ich würde sagen, dann beende ich auch jetzt den Part. Mal wieder, also passend, dass es schlafen muss. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part oder im Anschluss. Eins von beidem. Ciao!